Hi Leute und willkommen zurück zu Silent Hill Downpour. Es geht endlich mal wieder weiter. Ja, endlich, 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 endlich geht es mal weiter. Wir fangen auch gleich wieder an. In der letzten Folge haben wir irgendwas gesucht. Ich weiß nicht mehr, was wir getan haben. Ich glaube, wir waren im Kino, sowas. Mal kurz auf die Karte gucken, weil ich weiß, glaube ich, wo ich die Glühlampe herbekomme. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert, nämlich ich weiß, wo der Snackautomat ist ungefähr und wo ich die Glühlampe herbekomme. Den Snackautomaten brauchen wir dann, um den Arbeitslosen zu besuchen. Wir geben dir den Schokoriegel und dann sollte er zufrieden sein. Aber zuerst würde ich sagen, Glühlampe wer. Nein! Ach, die Steuerung. Kann mich leider auch nicht mehr an die Steuerung erinnern. Ist gut, ne? Aber, ja, wir fangen jetzt einfach an. Mir egal, ich weiß jetzt nicht, was ich großartig noch sagen soll. Ich könnte jetzt ein wenig jammern. Ich habe Heuschnupfen, der Sommer ist beschissen, ich hasse Sonne. Aber das tue ich jetzt mal nicht. Okay, als erstes müssen wir wieder in den Laden, in den Puppenladen. Da lang. Da ist das Kino. Denn in dem Puppenladen sollte es eine oder mehrere Glühbirnen geben. Ich glaube, das ist uns schon aufgefallen, aber ich habe keine gefunden. Ne? Aber theoretisch müsste das so funktionieren. Mal kurz gucken, wo müssen wir lang? Aha, durch das Tor. La 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 la. Ist zwar jetzt nicht die perfekte Uhrzeit, um das Spiel zu spielen, denn es ist 1 Uhr mittags. Voll die Gruselzeit. Da muss man echt vorsichtig sein. Nicht, dass die Caritas an eurer Tür läutet. Das ist eh der gruseligste Moment. Wenn zum Beispiel die Zeugen Jehovas kommen. Hallo, Ken, wir wollen mit Ihnen über Gott reden. Würden Sie uns zuhören? Natürlich. Ich hol nur noch die Schrotflinte. Warten Sie. So, gehen wir nochmal da rein. Ach, das ist gar nicht die Tür. Okay. Hä? Die weit davor? Ach, da. Hä? Nein, das war aufheben. Ich möchte. Ah, da. Ah, betreten. Okay. Guten Tag. Oh, Schock. Das Licht hat jetzt komisch ausgeschaut. Mach mal ein wenig lauter bei mir. Ach, die Puppen ringen mich auf. Jetzt warte. Hier gibt es sicher irgendwo eine Glühbirne. Aber wo? Also ich habe gelesen, dass es in diesem Raum eine geben soll. Es soll aber auch von Schwierigkeitsgrad zu Schwierigkeitsgrad unterschiedlich sein, wo die genau sind. Ich habe keinen Bock, die Waffe wegzulegen, ganz ehrlich. Glühbirne. Warum nennt ihr nicht einfach die? Das verstehe ich nicht. Die da. Warte mal. Mich interessiert mal was. Wie konnte ich Waffen aufnehmen? Ah, da. Wie konnte ich zielen? Vielleicht kann ich die runterschießen, aber das wäre total unlogisch eigentlich. Ups. Okay, geht also nicht. Bitte aufheben. Kann ich mit den Beinen kämpfen? Das wäre total cool. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, ich hasse diese Puppenläden. Da muss es doch irgendwo eine Glühbirne geben. Was ist denn das? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, Das ist die Gewinnerin der Miss Waikiki-Wahl. Ja. Coffee? Lauter Körbe, aber keine Glühbirnen. Ich glaube, da haben sie mich verarscht, ganz ehrlich. Beim Kloster in den Laden. Hier ist keine Glühbirne. Ach, da könnten wir wieder raus, da will ich nicht hin. Vielleicht bin ich auch blind, könnte auch sein. Ching-Tong. Ching-Tong, Magi-Ding-Ding, nix da. Nein, das ist auch keine.
Gibt's keine Glühbirne? Eine Mantel haben wir gefunden, aber keine Glühbirne. Was soll ich mit dem Mantel anfangen? Ein warm aussehender Mantel anziehen kann ich den nicht. Gibt's vielleicht noch einen Laden? Ich denke immer, die Tür wäre ein Spiegel. Alter. Aber das hier ist echt eklig. Kann ich mit dem Bild irgendwas machen? Nein. Okay, wir gehen wieder aus den Laden. Und schauen mal, ob es noch einen Laden gibt. Ich verstehe es nicht. Puppen überall. Aber dass hier auch keine Gegner sind. Man rechnet immer damit, dass irgendwo irgendwo Gegner sind, aber... Es wird immer ekliger. Hallo. Hallo Mann im Spiegel, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Komm schon, lass uns ein wenig Spaß haben mit den Puppen. Ja, du Mann im Spiegel. Okay. Ich verstehe das nicht. Irgendwas hat das zu bedeuten wahrscheinlich, weil die Bilder von den Monstern dort hängen. Das ist übrigens diese Webbing Bad, diese riesigen 3 Meter Viecher. Glaube ich zumindest. Ja. Ah! Oh, das ist bloß ein Arm. Okay, raus hier. Okay, dann lass mich mal überlegen. Dann müssen wir einen anderen Laden finden, denn es muss in einem Laden eine Glühbirne sein. Jetzt hätte ich gedacht, das hätte ich gleich gefunden, jetzt übersehen, aber... Ich weiß natürlich, dass es noch einen anderen Laden gibt. Oder auch nicht, scheiße. Kacke. Was mache ich denn jetzt? Woher bekomme ich eine Glühbirne? Ja gut, warum sollte auch in einen Klamottenladen eine Glühbirne sein? Holy! Weg da. Da lang. Genau, geh da lang. Kann ich nichts machen? Öffne mal. Kann ich da irgendwas machen vielleicht? Ich hoffe, die Zecke rennt mir nicht hinterher. Da irgendwas? Nee. Hä? Was? Ist das eine Taschenlampe? Was? Eine forensichere Taschenlampe. Eine spezielle Taschenlampe mit 2 Einstrahlen. Ja, die habe ich ja schon. Was mache ich nicht? Halt, da geht's auch noch rein. Wo geht's da rein? Nein, da geht's nicht rein. Eine Schaufel. Nimm mal die Schaufel. Ey, was kann ich denn hier machen? Hier gibt's auch nichts. War ich hier schon? Ich hoffe nicht, sonst wäre es peinlich. Könnt ihr hier noch lang? Ach du Scheiße. Inventar? Okay. Kann ich das Feuerzeug einsetzen vielleicht da? Nein. Ich verstehe das nicht. Was kann ich denn damit anfangen? Das ist ein Lampenständer. Vielleicht gibt's hier irgendwo Lampen. Vielleicht muss ich da irgendwas tun. Jetzt check ich's. Das ist ein Lampenständer. Vielleicht müssen wir hier Lampen einfügen oder so. Zählung? Gibt's hier vielleicht noch einen Laden? Und es schaut nach Regen wieder her. Gar nicht gut. Wo bin ich denn hier? Das ist eine neue Karte. Ich bin leicht verwirrt. Kann ich auch nicht lang? Hä? Bin ich denn jetzt gelandet?
Was ist das? Noch ein Park? Wo bin ich hier? Bin doch nur auf der Suche nach einer blöden Glühlampe. Ach, ein Stein. Jetzt hätte ich schon gehört, auch die liegt mitten auf der Straße. Was mache ich denn jetzt? Es gibt hier einfach keine Glühlampen. Und es fängt bald Schiffen an. Das ist sehr toll. Oder hat schon angefangen? Oh mein Gott. Geht's da lang? Was steht immer bloß auf ihm? Ah, da. Okay. Oh nee, Regen. Schlechtes Timing, ich weiß nicht, wo eine U-Bahn-Station ist. Hey, kann ich da runter? Bäh. Okay. Und jetzt? Hallo und ein recht herzliches Willkommen in unserer Reise durch die Kanalisation. Die, wo uns gar nichts bringt, weil es hier unten nichts gibt, oder was? Taschenlampe? Wow, toll. Nein, bist du bescheuert? Okay, es regnet jetzt dadurch auch nicht auf. Scheiße. Schaufel bitte. Komm ich. Jetzt hätte ich mich schon gefreut, dass ich da weiterkomme irgendwie, aber. Naja. Und es regnet immer schlimmer. Das ist so toll. Okay, eine Blumenvase. Ich frage mich, wer die Kanalisation so schön ausbaut. Alter, ich habe gedacht, da steht jemand. Ja, das macht's aber jetzt auch nicht wirklich besser. Ich weiß immer noch nicht, wie ich eine Glühlampe finden soll oder kann oder muss. Auf jeden Fall müssen wir hier weg. Wir können Stunden warten und warten, bis die Monster kommen, aber ich habe dazu keine Lust. Da ist schon der erste. Da ist schon das erste Monster. Scheiße. Ich darf nicht irgendwo lang. La 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 la. Lauf, Murphy, lauf. Ey, ich komme mit den Kartenwechseln nicht klar. Hau einfach ab. Das wird das Beste sein. Für uns beide. Kann ich nicht lang? Woher bekomme ich eine Glühbirne? Ich habe keinen Plan. Ich war mir sicher, dass die im Laden gewesen sein muss. Ein Vögelchen. Schock. Oh, eine Blumenwiese. Auf der wäre ich jetzt auch lieber. Was? Okay, egal. Wir gehen weiter. Telefonzelle, sehr schön. Ja. Was ist das da? Ach, bitte die Karte. Kann ich da rein? Ah, sieh einer an. Da kann ich auch rein. Das ist gut. Und wo sind wir hin? Ich hasse Apartments. Erst recht, wenn sie so gut aufgeräumt sind wie diese. Bin ich hier? Telefon wirst du aufheben? Ach, ein Feuerzeug.
Ja, noch ein Feuerzeug haben wir ja nicht genügend, oder? Jetzt habe ich zwei. Lass mich raten. Jetzt habe ich wirklich zwei. Nee, ich habe doch eins. Ja, wir haben mal ein Feuerzeug aufgehoben und das hat sich jetzt mit dem anderen zusammengemischt. Wir haben immer noch eins. Das Radio ist kaputt. Ein dickes, fettes Buch. Gehen wir weiter nach oben. Zumindest müssen wir in keinen Keller. Oh Mann, ich hasse dieses Kackwetter. Ich wäre lieber in Silent Hill jetzt gerade. Denn im Sommer habe ich immer Heuschnupfen. Heuschnupfen. Schattensymbole der Karte. Hä? Was für Schattensymbole? Was für eine Karte? Warum ist da schon wieder ein Schaukelstuhl? Ach, die Schattensymbole. Wo sind da Schattensymbole? Ich sehe die gar nicht. Ah, da. Ja, das war ganz schön klein. Kannst du. Kann ich. Murphy, bück dich drüber. Leg dich auf den Tisch. Ich will. Nein, ich möchte das sehen. Hast du die mit eingetragen jetzt? Mehr für die Intelligenz, Bestie, und raubt nichts ein. Nein! Schattensymbole der Karte. Das in der Mitte, oder was? Ich erkenne da keine Schattensymbole. Was meint denn der mit Schattensymbole? Jetzt warte mal. Kurz mal ins Buch schauen, in schlau, ups, in schlaue Buch, Schattensymbole der Karte. Weiter, weiter, weiter. Halt, da war's. Okay. Finde die Schattensymbole auf der Karte. Ich habe eine Karte der Stadt gefunden. Sie scheint etwas mit dem Schatten zu tun haben. Welche Schattensymbole? Hä? Da ist bloß ein schwarzer, fetter Rußknopf drum. Was ist das? Also ich sehe bloß den fetten Propfen da unten. Sonst erkenne ich da keine Schattensymbole, außer diese komischen Zeichen. Das könnte es vielleicht sein, was ihr meint. Dieses P. Ja, ja gut. Ich wäre aber sehr verbunden, wenn Murphy die eintragen würde. Aber tut er nicht. Nö. Das ist ja doof. Vielleicht drucke ich mir schnell mal eine Karte aus, wo ich das mal alles selber einzeichne, sodass ich nicht da immer reinblicken muss. Wäre vielleicht gar nicht mal so blöd schön langsam. Was ist das? Ein Seelenauge? Was will ich mit einem Seelenauge? Ich kann in deine Seele jetzt sehen. Naja. Halt, was ist das? Ah, schon wieder so ein blöder Lampenschirm. Lampenständer. Okay. Mich juckt's an der Nase. Also nicht in der Nase, an der Nase. Eine Glühbirne! Nein, eine Taschenlampe, verdammt! Alter, ich hätte mich jetzt so gefreut. Oh Mann, ey, ich hätte mich schon so gefreut. Das kann doch nicht sein, wo ist denn hier so eine blöde Glühbirne? Ich kotze gleich. Ja. Okay. Ja gut, dann gehen wir mal wieder raus. Jetzt zieht die Folge noch etwas in die Länge, denn wir haben eigentlich soweit nicht viel gemacht. Ne? Jetzt haben wir als einziges dieses Gebäude gefunden. Vielleicht finden wir noch so manches. In den nächsten 5 Minuten. Okay, dann raus da. Also irgendeine Art Unterschlupf war das. Wahrscheinlich für irgendwelche Verbrecher könnte sein. Sonst hätten sie keine Karte von Silent Hill selber aufgebaut.
Aufbewahrt, aufgebaut, aufbewahrt, aufgebaut, la 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 la. Okay. Dann. Wo müssen wir lang? Wo können wir lang? Wo waren wir noch nicht? Waren wir schon um die Ecke? Ach genau, da kommen wir her. Da waren wir drin. Gehen wir einfach mal. Halt, was ist das? Irgendwas. Oh nee, hau ab. Hau mir doch ab. Hey, da könnte ich auch rein. Ein Einschein noch? Nö, die Tür steht offen, aber Murphy kann nicht rein. Murphy! Murphy ist zu fett. Was war das? Was war jetzt das? Da hat irgendwer mit Stahlfässern um sich geworfen oder so. Kann ich auch nicht rein. Lauf, 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 lauf. Oh, total sicher. Lauf, lauf, lauf. Wo ist die? Da ist sie. Okay, weiter. Da können wir wieder rein. Aber ich glaube, ich beende trotzdem hier die Folge, denn ich weiß ja nicht. Hier ist nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mir doch das aufzeichnen sollte. Wäre vielleicht sinnvoll. Wie gesagt, ich hätte gehofft, dass Murphy das selber aufzeichnen würde, diese Symbole. Tut er aber einfach nicht. Er hat keine Lust oder keinen Bock. Weiß Gott warum. Oder ich ziehe mir einfach eine Karte. Nein, das mache ich nicht. Als Player sollte man nicht zu sehr nach Komplettlösungen und so weiter schauen. Kommt ja blöd, ne? Wenn man nichts schafft. Andererseits würde ich das ganze Let's Play nicht so in die Länge ziehen dann. Ich gehe jetzt erst einmal hier lang. Und ich habe keinen Plan, wo ich eigentlich rumgurke hier. Woher bekomme ich eine Glühbirne her? Vielleicht liegt direkt eine im Kino? Ich verstehe es nicht. Wir beenden ja die Folge und sehen uns dann in der nächsten, wenn ich die Lösung gefunden habe. Bis dahin, Peace.